Jo, und damit sage ich wieder ein dickes Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Stream heute an diesem fantastischen Donnerstag. Jawohl, Wochenende ist da. Hurra, hurra. Na, vielleicht wollen wir es mal anders als schwarzes Bild. Oh, ich bin super, super, super müde. Ah, guck mal. Weihnachtsstadt kann abgeschlossen werden. Läuft. Ja, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, abgesehen davon, dass ich ja noch gearbeitet habe. Oh, ich bin super kaputt, super müde. Aber ich lasse es mir nicht leben, trotzdem nochmal ein, zwei Stündchen WoWS zu spielen. Einfach ein bisschen abhängen, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Hi Soundy, wunderschönen, wunderschönen Donnerstag. So, und natürlich, die neuen Twitch-Shops sind auch angekommen. So, die müssten auch schon laufen. Ich muss mal gucken. Warum brauche ich zwei davon? Ah, okay. Jawohl, sie laufen. Yes. Auf dem Live-Server werde ich heute nicht viel machen. Was die Warhammer-Kabinen haben keine Sprachausgabe mehr. Fahren und so. Okay, kam heute ein Patch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste er nächste Woche kommen, oder? Wir haben ja noch eine Woche für den Festtags-Dingsi. Ja, der müsste nächste Woche kommen. Heute war Testserver irgendwie Aktualisierung. War ein Bug in meinem Spiel. Ah, okay. Sind die Testserver heute schon wieder da? Ich habe gar nicht geguckt. So. Und weil ich es sehe, ich habe es geschafft, die auf vier Sachen runterzubringen. Das sind meine letzten Schneeflocken. Erfasst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück habe ich noch. Na, ich werde auch nicht groß ins Detail gehen, was ich heute gemacht habe. Das war aber super stressig. Wir erweitern unsere YouTube-Mitgliedschaftsangebot. Ja. Was kriegst du denn jetzt noch? Spielname gewählt, ein Supercontainer für 99 Cent. Das ist ja fast schon ein gutes Angebot. Ein Supercontainer. Und dafür zahle ich 1 Euro. Ich glaube nicht, Tim. Sonderreihe von Emojis und Abzeichen bekommen. Aha. Was? Jeder kann wissen, was macht was? Suchen die Unterstützung. So, nur YouTube und am Spielkonto hier unten im Screenshot dargestellt. Jeder kann wissen, was macht. Ein Tag weniger Spielzeit. Sehe die Liste der Kontributoren an, die diesem Programm von Warships teilnehmen. Kabine, Kalito, Lodlo, Team Grado, Druwig, Maltese Knight. Okay, Team Grado nimmt halt teil, ist der einzige Deutsche. Schritt 3. Klickt auf unseren Kanal und werdet Mitglied. Ja, natürlich. Nein. Was gibt es? Der Bau der Michelangelo schreitet voran. Weihnachtsgeschenke in der Waffenkammer bis zum 8. ist das. Montag, ja, okay. Ein Geschenk vom alten George. Oh, ich weiß, du kannst das Gerät über Geschenke nicht mehr hören, aber ich habe einen treuen Leser. Wähle einfach eine einfache Frage richtig, um garantiert mehr Genugnis zu bekommen. 9 Clubs, die Gewinner, 30 Sekunden, Stauben, Hauptpreis, auf ein Mega-Weihnachtsgeschenk. Den Namen welches großen Künstler denn wäre Aurora im neuesten Video? Was? Leonardo oder Michelangelo? Das müsste ich mir jetzt das Video angucken, oder? Oder ich frage einfach Soundfall. Der hat es bestimmt schon gemacht. Ich würde ja sagen Michelangelo, wenn es schon um das Schiff geht. Ja, ob ich jetzt mehr ökonomische Belohnung habe? Ich sag mal Michelangelo.
Wieder schifft die Michelangelo. Ha! Richtig, Soundfall. Genau so. 4 Punkte für Pesttage in Weihnachtsstadt. Jetzt abholen. Oh, warte, kann ich auch? 4 Punkte nehme ich doch mit. Fortschrittspunkte. 4 Fortschrittspunkte erhalten. Ja, nice. Ach, übrigens. Apropos Fortschrittspunkte. Bonus kurz. Es gab wieder 9. Der letzte ist von heute, glaube ich. Ja. Also, der ist ultra frisch. Die anderen sind alle noch von Weihnachten quasi. Weihnachten bis jetzt. Die sollten aber noch funktionieren, ne? Falls ihr einen von denen noch nicht eingelöst habt, macht das. Geschenkt ist geschenkt. Geschenken Gau schaut man nicht ins Maul. Ne, wie man so schön sagt. So. Die nächste Frage. Es war gerade ein Update für den Testserver. Ist der Testserver jetzt da oder ist er nicht da? Weil eigentlich müsste er erst nächste Woche da sein. Sieht nicht so aus. Es gibt keine News dazu. Oder? Okay, dann lassen wir den. Dann gibt es keinen Testserver, das ist gut. Dann machen wir jetzt die 6 Stück hier fertig. Oder? Klingt nach dem Plan. Okay, wir müssen. Hier Farmer Ashitaka. So, hup, hup, hup. Hup, hup. Ja, wir rollen schnell Koop durch. Ich brauche ja im Prinzip nur 2-3 Koop-Spiele machen. Die machen wir jetzt schnell. Oh. Oh, tut gut. So. Flasche alle. Alles ist gut. Oh, ich wollte heute noch einkaufen, aber ey. Ich war so froh, dass das ganze Haus war. Ist auch Müll. So. Ich habe heute ungelogen um 18 Uhr das erste Mal was gegessen. Na, ich habe mir noch schnell den Reis von gestern gemacht mit meinem Linseneintopf. Ja, also die Reste von gestern quasi. Kann man mit leben, ist das nicht unbedingt die Geschmacksexplosion, aber hey. Und ja, in der Theorie, es gibt überall Fressbuden, ne, wenn du vorbeikommst. Weil ich ja auch immer noch mit dem Zug fahre. Und am Bahnhof kriegst du immer was. Aber da habe ich nicht dran gedacht, da hatte ich auch keine Lust drauf. Ich will dann einfach nur noch heim. Vor allem, weil Kader mich die Nacht wieder noch wach gehalten hat. Schon Kaubonbon. Das ist göttlich. Na, ich habe ja auch gute Vorsätze fürs Jahr. Nicht unbedingt, dass ich die jetzt einhalten werde oder so, ne? Aber
Man soll sich ja trotzdem vornehmen, sich zu verbessern und nicht ständig ausruhen. Diese riesige Bordwand, ne? Übel. Den Preis für innovativstes Gameplay bei Steam muss. Ja! Ich hab gestern noch eingekauft, ne? Weil ja am 4., sprich heute um 19 Uhr, ist ja der Weihnachtssale ausgelaufen. Und ich habe gestern noch eingekauft. Das ist auch ein Grund, warum es gestern keinen Stream gab. Ja, ich habe halt einfach momentan echt viel zu tun. Und so Kleinigkeiten summieren sich halt. Die fressen unglaublich viel Zeit weg. Und das habe ich gelesen. Starfield kriegt den Preis für den innovativstes Gameplay. Dachte ich auch. What the fuck, ey. Was hat die gerissen? Ich sag mal so, es gab ja die große Kontroverse, ne? Bei Starfield, ne, ist super schön, ne? Also ich meine, es gibt ja so viele Sachen in Starfield zu tun. Die Problematik ist, es gibt auch einfach leere Planeten. Ne? Das ist halt ein bisschen eintönig irgendwann zwischendurch. Und Spieler haben sich deswegen beschwert, dass es halt eintönig ist. Und die Leute, die sich von meinem Freundeskreis, die sich halt Starfield gekauft haben, die spielen das halt alle nicht mehr. Ne? Keine Ahnung, ich sehe die halt nie Starfield spielen. Und... Na gut, die Galizia da hinten sollte tot sein. Dann gucke ich mal, ob die Chors da noch irgendwas reißt. Ja, nee. Und Spieler haben sich beschwert, dass halt Planeten einfach leblos sind, ne? Dass da nichts zu tun ist oder so. Dass du da dann noch ewig stundenlang rumgongelst, einfach nichts passiert, nichts machen kannst. Und dann kam so die Antwort von so einem richtig hohen Tier. Von, wer hat Starfield gemacht? War Bethesda, glaube ich, ne? Und hat gemeint, das gehört zum Spielprinzip, dass da Langeweile drin ist. Und Todd Howard war es tatsächlich auch. Oh, Alter. Und jetzt war ja wieder, buh! Ich fand das so geil. Ja, hört auf, euch zu beschweren, Langeweile gehört zum Spiel. Was? Ich fand diese Aussage einfach so hart, ey. So, ein Ding erledigt. Jawohl. Ah, sehr schön, ne? Die haben ja Sprüche rausgehauen. Ja, die waren ja nicht die einzigen, die halt Sprüche rausgaben, ne? Es gibt auch mehr Spiele davon. Ich sag mal so... 2023 war ein ultra kontroverses Jahr im Spielebereich. Für uns Spieler war es ein richtig geiles Jahr. Ne? Muss man halt ganz klar sagen. Die überwältigende Mehrheit, es waren richtig viele geile Spiele sind rausgekommen. Das Spiel ist nicht langweilig und lieblos, ihr spielt das nur falsch. Ja. Wie kann man solche Aussagen über seine Kunden treffen? Alter. Die wollen Spaß haben. Die wollen Action haben. Ja, deswegen kaufst du ein Science-Fiction-Weltraumspiel, um da rumzufliegen, um zu ballern, zu erforschen, was zu bauen. Und nicht einfach, um rumzufliegen und nichts zu machen. Ne? Spieler möchten unterhalten werden. Das ist ein grundessentieller Bestandteil von Spielen. Sich zu unterhalten. Ne? Das ist ein Unterhaltungsmedium. Es ist keine Unterhaltung, da rumzufliegen und nicht einfach nichts zu erleben. Na, da kann ich genauso gut an die Wand starren. Eine Farbe beim Trocknen zusehen oder so. Und wie gesagt, 2023 war halt ein richtig geiles Jahr. Kamen richtig bombastische Spiele raus. Na, wir hatten auch ein paar faulen Tomaten, jetzt auch Richtung Ende des Jahres jetzt vor allem. Na, die möchte ich jetzt nicht reden. Aber 2023 war ein richtig geiles Jahr. Na, mit Hogwarts dabei, mit Baldur's Gate... nur um 2-3 zu nennen, ne? Da kommen noch viel, viel mehr. Aber für die Games-Industrie war es ein schwarzes Jahr. Muss man dann klar sagen. Es sind halt
Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Jobs verloren gegangen. Ne, weil halt die Studios einfach massenweise Leuten gekündigt haben. Einige Spielestudios haben einfach zugemacht, komplett. Es kommen eine Masse unfertige Spiele raus und dann natürlich wird das halt auf die Käufer und Spieler halt abgewälzt. Und dann werden die halt, ja, ich will nicht sagen beleidigt, aber so herabsetzend behandelt, wenn sie sich beschweren. Was ihr gutes Recht ist, wenn ich ein Produkt kaufe, möchte ich, dass das Produkt funktioniert und nicht, dass das Produkt ein halbes Jahr später funktioniert. Vielleicht. Mit gutem Willen. Vom Hersteller. Und nicht nur, dass das passiert, sondern es gab gegen Ende des Jahres gab es auch eine Umfrage. Es gab ja dieses Jahr diese große Blockade von der Screen Actors Guild, ne, von der Schauspielervereinigung. Oder Gewerkschaft, muss man ja sagen. Ist ja eine Gewerkschaft. Wo halt nicht nur Schauspieler, sondern auch Leute, alle, die rund um Film arbeiten, ne? Auch Drehbuchschreiber, Schauspieler, die ganzen Technikleute oder so, dass die alle gestreikt haben. Und das werden wir auch in den kommenden Jahren spüren. Ja, da ging halt nichts. Da ging ein halbes Jahr einfach nichts. Ne, weil die alle gestreikt haben. Da konnten keine Filme, keine Serien gedreht werden. Und das wird uns auch noch ein bisschen nachhängen. Das ist normal, aber darum geht's nicht. Aber diese Schauspielergewerkschaft, die hat einen Unterarm, einen Zweig. Keine Ahnung, wie dann seine Schwestern-Gewerkschaft oder so. Oder eine Tochtergewerkschaft, besser. Für Computerspiele. Und damit auch für Computerspiele-Mitarbeiter. Und gerade in den großen Studios, ob das jetzt Blizzard ist, ob das EA ist, ob das, oder Activision Blizzard, oder jetzt Microsoft jetzt dazu, die wurden befragt, weil die ultra schlecht behandelt werden, durch die Bank weg. Und die wurden befragt, ob sie streiken sollen. Das war November, Dezember. 98%. 98%, da muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 98% der Mitglieder, die befragt wurden. Ich weiß ja nicht, wie viele Mitglieder die haben. Das stand jetzt nicht da. Aber 98% der Leute, die befragt wurden, waren dafür zu streiken. Und das kann 2024 auf uns noch zukommen. Und man sieht dann diese ganzen Finanzierungsgeschichten. Ne, das wird immer schwieriger, die Computerspiele zu finanzieren, weil die extrem viel kosten. Aber die Finanzierung lässt halt nach. Und dadurch werden halt nur noch Spiele hergestellt, die halt zum Beispiel nicht mehr innovativ sind, sondern halt nur der x-te Nachfolger von x, ne? Assassin's Creed. Sagen wir es, wie es ist. Ist zwar nice und so, aber ist halt ein bewährtes Spielprinzip und es wird immer wieder nur gepusht, anstatt halt mal was Neues zu machen. Weil Neues risikohaft ist und da geht echt viel Geld drauf. Und deswegen werden die immer zurückhaltender. Wenn man dann mal sich so Statistiken anschaut, darf nicht vergessen, ich muss mal noch ein bisschen fahren hier. Statistiken anschaut, wie viel Geld da geflossen ist, das ist halt krass. Nee, das weg. Das nehmen wir. Im 2022, im zweiten Quartal, hatten sie in USA, ne, das ging hauptsächlich in den USA, haben sie knapp 6 Milliarden an Geld in Spiele gesteckt. Sie haben die Statistik von diesem Jahr veröffentlicht, im dritten Quartal 2023 war es ein kleines bisschen weniger. Ja, wir reden jetzt von knapp 6 Milliarden zu 700 Millionen im dritten Quartal 2023. Das ist halt nichts. Das ist schon fast das Zehnfache, ne, was da runtergeht. Hart. Und diese ganze
dieser ganze Hickhack, der wird uns noch nachhängen und das wird 2024 nicht besser werden. Und das wird natürlich dann sich auf die Spiele durchschlagen. Es gibt jetzt ein paar Sachen, die jetzt gerade im Start sind. Ich habe mir jetzt auch die letzten Tage x Videos angeguckt mit Vorschauen, was dann im Jahr kommt. Mir schon alle Sachen neu rausgesucht und auf meine Wishlist gesetzt und weiß nicht alles. Aber das wird für die Spieleindustrie kein schönes Jahr werden. Bethesda hat seit Fallout 3 denselben Story weiter für die Mainquest und keine der Mainquests in einem Spiel, wo er mitgewirkt hat, ist irgendwie spannend oder gut geschrieben. Ja, ja. Na, ich möchte das ja nicht nur auf den Writer auswälzen. Denn im Endeffekt ist er ja nur eine Person. So ein Spiel wird nicht von einer Person bestimmt. Na, ist ja mal ein Team von Storywritern. Der muss sich ja im Regelfall auch irgendeinem Manager verantworten gegenüber. Aber ja, ich sag mal so, dass das Spielerfeedback wird dann nicht so beachtet. Aber hey, das ist halt eine Sache, das muss Bethesda klären. Mal gucken. Ich hätte halt mal gerne die Statistiken von Starfield gesehen, wie viele Leute das noch spielen. Da muss man mal auf Steam gucken, ne? Es gibt ja diese Steam-Gaming-Zahlen, die besagen, wie viele Leute da noch zocken. Das sah nicht so gut aus für einige Spiele. Aber ich bin mal gespannt. Na, gestern noch gut abgegriffen. Na, ich habe gestern für, glaube ich, ich muss gucken. Mein Steam-Account sagt, ich habe gestern ich glaube plus 15 steht da dran. Keine Ahnung, ob wir die zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, ich habe mir gestern 15 Spiele geholt. Na, ich kann mal kurz vorlesen, was denn ich mir so geholt habe. Na, halt noch den Steam Sale halt ausgenutzt, muss man ja ganz klar sagen. Wer es nicht macht, ist halt dumm. Was schön nice ist, so richtig schön bunt und eklig. Kitty Powers Matchmaker. Wie will sie, ob wir das jemals im Stream zocken? Bezweifle ich, aber hey. Was gab's denn noch? Dishonored 2 gab's. Dishonored 2 war richtig, richtig runtergesetzt. War, glaube ich, nicht mal 5 Euro oder so. Waren 3 Euro. War krass. Da habe ich gesagt, jo, nehme ich mit. Celeste muss ein übelst brutaler Plattformer sein. Wurde aber gelobt. Humankind habe ich mir tatsächlich geholt. Ne? Den eigentlich hochgehandelten Civilization Killer. Aber der dann leider nicht so geworden ist. Der hatte seine eigenen Probleme. Aber gestern gut runtergesetzt gewesen. Aber habe ich mir nur die Grundversion geholt. Ne? Nicht so noch extra Zeug dazu. Was gab es denn noch? The Forgotten City habe ich mir geholt. Das ist sowas wie ein RPG-Adventure-Rätselding. So ein Mischmasch. Keine Ahnung. Endzone habe ich mir geholt. Tatsächlich mit den Addons. Na, das ist sowas wie Anno. Ne, das ist so Städteaufbau, Dings. Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, so ein bisschen ein Rätsel-Adventure. Grow, Song of the Evertree. Das ist halt so ein Goodfeel-Ding. Ja, da ist halt das, da geht es halt nicht darum zu kämpfen oder so. Oxenfree 2. Jetzt fährt er halt genau davor. Problem gelöst. Unser Sieg ist in Sicht.
So, bam, wieder eine. Was gab's noch? Endzone, das war das Add-on. Endzone, ein Add-on. Tin Hearts. Und das ist auch relativ niedlich. Spirit of the Island gab es relativ günstig. Na, das ist sowas wie eine Insel aufbauen. Was kann man noch Schönes? Wall World. Ja. Das sind alle so Wall World Addons. Ne, wenn es Addon gab es im Bundle, dann habe ich halt das Bundle genommen, wenn es relativ günstig war. Ja, aber das sind halt Sachen, die ich mir geholt habe, ne? Und dann natürlich meine Wishlist halt angepasst. Sowas wie was alles 2024 kommt, was für mich geil ist, wie zum Beispiel The Altars, Still Wakes the Deep, Silent Hill 2, Little Nightmares 2, Little Nightmares 3, Horizon Forbidden West. Soll tatsächlich Ende des Jahres auf PC kommen. Und wir haben ja Horizon noch gar nicht angefangen. Das Original, das erste habe ich ja. Und Horizon Forbidden West ist ja das zweite. Das heißt, wenn dann tatsächlich das zweite, wenn da irgendwann ein Datum steht, dann werde ich definitiv den Horizon anfangen. Homeworld 3. Endzone 2 kommen dann natürlich noch. Earthblade. Dragon Age Dreadwolf, ne, auch hoch erwartet, hat aber seine, ist aber auch schon einige Jahre, Dragon Age in Entwicklung. Wird schwierig, die ganzen Erwartungen da zu erfüllen. The Lost Legends of Redwall, aber noch Arklands. Ne, ich lese halt noch so Sachen vor, wo ich halt auf meine Liste gesetzt habe. Terror, Endless Night, Galacticare, Empire of Arns, War Hospital, Dead Space. Mal gucken. Ne, das sind also Sachen, die auf meiner Wishlist gelandet sind die letzten Tage. Nova Roma, Star Trek Resurgence. Also kommen eine Menge gute Spiele. Auch jetzt gerade im Januar, Februar kommen schon die ersten Brecher. Nicht zuletzt kommt ja auch Dingsy. Skull and Bones kommt ja auch. Und Avatar habe ich mir noch gar nicht geholt. Da gibt es ein paar gute Videos bei YouTube. Das spielen mehr Leute die Skyrim Special Edition als Starfield. Alter. Seriously? Wo finde ich denn die... Wir gucken uns das mal schnell an, oder? Wo finde ich denn die komische Liste? Wie viele Leute... Steam Actual Players Chart. Current Players Chart nennt sich das. Okay. Steamcharts.com. Aha. Naja, nee. Na gut, Lethal Company werde ich nicht spielen, obwohl das auch echt gehypt wird gerade. Aber das ist nicht so mein Ding. Kann man da noch irgendwas suchen? Search Game. Ja, Starfield. Starfield spielen 12.500 im Moment. Hart. 12.500 ist halt nichts für so ein Spiel. Das ist der Durchschnitt, die das gleichzeitig spielen, ne? Zwölfeinhalbtausend. So übel. Ich will nicht sagen, aber Counter-Strike 2 spielen im Moment 900.000. Baldur's Gate 3. Steht auf dem vierten Platz. Mit 184.000, die das momentan spielen.
Also, das ist ja die Jetzt-Anzeige quasi. Oder in den letzten 24 Stunden, keine Ahnung. Nee, das ist Current Players. Das sind die, die jetzt eingeloggt sind und spielen. Das sind 184.000. Muss man sich mal geben. Baldur's Gate 3. Wann kam das raus? Mitte des Jahres. Und steht jetzt immer noch auf dem vierten Platz. Aktuell. An gleichzeitigen Spielern. Hart. Krasse Sache. Dann erzähle ich auch dazu. Ich habe ja auch. Ich habe gestern auch nicht viel gemacht. Ich habe gestern nur wieder geguckt nach den Klassenkombos. Ich habe ein paar gefunden, aber die waren alles nichtssagend. Werde ich alles am Freitag machen müssen. So, einmal unseren Container. Ich muss mal nach speziell halt suchen. Vor allem muss ich alle mal zur Hand haben. Sonst findest du immer eine Handvoll oder so. Für den und den. Ja, ist halt nicht meine Klasse oder so. Oder für die. Es ist halt immer so versteckt alles erklärt. Das ist halt so dumm. Oder du hast immer nur zwei, drei erklärt und dann. Ja, um die anderen. Na. Wenn sie wenigstens einfach mal stumpfe Liste gemacht hätten für deine Partymitglieder. Ne, du hast ja verschiedene Partymitglieder. Die sind ja fest im Endeffekt, was die halt an Klassen, Rassen angeht, zumindest am Anfang. Aber du kannst die ja trainieren, du kannst ja die umtrainieren. So ist es ja nicht. Aber solltest du das, ist halt die Frage. Die sind ja mit Bedacht gewählt worden. So, zwei kann ich wegmachen. So, das heißt, wenn ich die Gatchamada und die Akatsuki fahre, kann ich die letzten. Zack, zack, kann ich die letzten Akatsuki. Was haben wir für Torps? Ja, komm, Torps. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, wenn ich die fahre, kann ich die Flugzeugträger upgraden und dann war's das. Dann bin ich durch. So, ich habe auch schon vorhin vor dem Stream erstmal ein Dextro Energen reingeschmissen. Einfach damit mein Blutzuckerspiegel. Damit mein Hirn ein bisschen besser funktioniert, weil ich habe halt schon gemerkt, ne, du bist halt ein bisschen düselig. Ne, der Kopf ist halt so ein bisschen. Es tut nicht weh oder so, keine Kopfschmerzen, aber du hast halt dieses wie in Watte gepackt halt quasi Gefühl. Und das ist immer, dass dein Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. Oder zumindest in vielen, vielen Fällen. Aber ja, Baldur's Gate, ich werde morgen einen Großteil meiner Zeit für mich verbringen, den Dings zu machen. Die zu skillen. Na, du musst ja alle durchmachen, plus mich. Na, die ganzen NPCs, damit ich ein bisschen mehr Power raushol, weil das letzte Mal, wir erinnern uns dran, wo wir diese komische Sumpfhexe gemacht haben. Die sich dann auf Stufe 5 in vier Teile spaltet, die dann Stufe 3 Zauber hat. Und jede von denen 120 Lebenspunkte. Und ich nach zwei Runden einfach tot war. Deswegen muss ich da halt mal hart ein bisschen Effizienz reinbringen in meine Leute. Weil, sind wir ehrlich, ich bin Dungeons und Dragons, bzw. Baldur's Gate, bin ich halt ein Nappel, ne? Ich habe halt. Ich will nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe halt von den Möglichkeiten und Regelsets habe ich keine Ahnung, weil ich Dungeons und Dragons eigentlich eher nicht spiele. Zumindest nicht von außerhalb der Computerspiele. Denn ich bin eigentlich ein Dings-Player.
Von Haus aus bin ich ja als Deutscher mit schwarzem Auge aufgewachsen. Ja, schwarze Auge habe ich halt auch Ahnung. Habe ich mehrere Kampagnen hinter mir. Und man kann schwarze Auge ja auch online spielen tatsächlich. Da habe ich auch einen Account. Ja, walle. Maschinenboost aktiviert. Ich hab noch einen. Okay. Jetzt vertrauen wir voll auf unsere Torps. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja. Panik. Einen kriegt man raus. Und die drei müssten eigentlich reichen, oder? Jo. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Aber ich bin halt von Baldur's Gate ultra fasziniert. Ich werde das nie ausspielen können, ne? Was du an Freiheiten in dem Game hast. Keine Chance, weil ich bin halt von meinem Gameplay bin ich halt ein richtig straightforward Spieler, ne? Klassisch halt. Ich komme gar nicht auf den Gedanken, andere Sachen zu machen. Ne, wie ich zum Beispiel gesehen habe, diese dich halt in irgendeine Festung reinzubauen. Ne, keine Ahnung, war halt irgendeine Burg oder so, irgendeine Festung. Und da war irgendein fetter Turm und so. Und da oben lag irgendwas. Und normalerweise kommst du halt auf einen bestimmten Weg halt hin, mehr oder weniger. Aber du kannst dich auch davor stellen und kannst Kisten stapeln. Und kannst... Ja, du kannst diese fetten Loot-Kisten, diese fetten Kisten kannst du ja einsammeln im Spiel. Kannst du halt für einen Gold beim Händler verkaufen. Oder du sammelst die in meinem Inventar in deinem Lager, das kostet dich ja nichts. Und wenn du sie brauchst, nimmst du dir einen Teil davon, stellst dich dann vor das Gebäude, wo du hin willst, und fängst dir an, aufeinander zu stapeln. Und du kannst ja dann mit einem Sprung, kannst du ja dann immer drauf springen. Und das kannst du bis zum Ultimo machen, ne? So, wie du halt möchtest. Musst aber aufpassen, dass du nicht runterfällst, weil können nicht dumm sein, je höher du kommst, gibt Fallschaden. Und das heißt, du kannst dich dann da hochbauen, wie hoch auch immer. Und dann gibt es irgend so einen komischen Pfeil, den du abschießen kannst, so einen Teleportpfeil. Und dann kannst du dich auf dieser in die Burg teleportieren damit. Hart. Ja, weil du quasi von oben quasi darunter schießt. Und von unten kannst du ja nicht hochschießen. Bricht ja die Sichtlinie. Oh, guck mal, wir haben ein Ding mehr gekriegt. Nice. Das bedeutet, ich kann mir jetzt hier 3 Belohnungen abholen. So. Das heißt, ich habe jetzt 800 nochmal abgeholt. So. Nice. Damit sind alle Schneeflocken weg. Da ist auch das Symbol jetzt weg. So. Und jetzt rechne ich mal zusammen, was ich jetzt durch diese Schneeflocken bekommen habe. Das waren 61.300 plus 6.750 plus 2.250 plus 12.000 plus 12.650 plus 8.800 plus 8.800 plus 800.
Ich habe nominal 113.350. 1, 1, 3, 3, 5. Ne, 113.350 Kohle verdient. Und jetzt müssen wir noch die 10% Clan-Dingsbums dazu rechnen. Das sind dann plus 1, 1, 3, 3, 5. Ne, die 0 haben wir ja weg. Das sind 124.685. Das heißt, ich habe durch diesen ganzen Weihnachtsgedönsel nur diese Schneeflocken abfarmen. Habe ich 125.000 Kohle erspielt. 125.000 Kohle. Muss man sich halt mal geben. Die Wargaming mir mehr oder weniger geschenkt hat. Und ich bin jetzt keiner, der wirklich viele Schiffe hat. Na, ich meine, man kann das zwar denken, mein knapp 400. 407. Aber. Ja, es gibt im Spiel halt irgendwas mehr als 600, glaube ich. Da bin ich noch weit entfernt von. So. 125.000 Kohle. Ist halt hart. Ja, der Gildenbonus waren 11.300. 11.000 nur, weil ich in der Gilde bin. Oder im Clan. Nur von dem Zeug. Nicht von den anderen Einnahmequellen. Ja, 264.000. So, alles zuweisen. 53%. Ja, also ich werde jetzt nicht mehr von der Kitakami das Ding kriegen. Das wird nicht funktionieren. Definitiv nicht. Die Frage ist, sollte man sich für Forschungspunkte und Stahl noch was holen? Für Stahl nicht, aber für Forschungspunkte eventuell? 2, 3... Na, 10.000? Ah, da gehen viele Forschungspunkte drauf. Aber wir haben noch einen knappen Monat. So, übersehe ich jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Erstmal die Schneeflocken. Die Schneeflocken gehen ja diese Woche zu Ende. Also nächste Woche. Die sind erledigt. Weihnachtskäse-Dönsel. Zusatzstufe 22. Ah, guck mal, die ersten habe ich schon gekriegt. Huhuhuhu. Ach, wird dir gar nicht angezeigt, wenn du die kriegst. Muss ja hier irgendwann passiert sein. Glocken klingeln. Karakiolo? Nein. Ach, war direkt im ersten, ne? Vermutlich. Ja, Herzenswunsch. Da gab es die 10 Forschungspunkte, Fortschrittspunkte für die 2 Marken. Okay. Da, Festtagszertifikat. Ha, da haben wir sie. Okay. Das heißt, ich muss mich mal nach den Kampfaufträgen jetzt gucken, weil Werft hat heute angefangen, ne? Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Geld farmen. Das heißt, wir farmen Geld mit Kreuzer-Leads. 2 Millionen brauchen wir. Okay. So, wir brauchen Kreuzer.
gerne welche, die ich leveln müsste. Gucken. Brauch mal Geld. Na gut, dann nehmen wir hier Shimanto. Das heißt, wir brauchen noch 10.000, dann ist die Shimanto auch durch. Ja, mir fehlt eindeutig Geld. Ah, die 200% sind jetzt weg. Ah, schade. Shorty. Oh, ich sehe gerade. Asymmetrische Gefechte laufen noch eine Woche. Ja, können wir Schlachtschiffe nehmen. Kreuzer eventuell nicht so. Oder? Was für asymmetrische Gefechte können wir denn nehmen? Ja, dann nehmen wir doch mal hier. Weißt du, da fahren wir halt ein bisschen asymmetrische Gefechte. Ist doch okay. Gibt ja trotzdem. Es gibt, glaube ich, weniger als im Zufallsgefecht, ne? Egal. Gucken wir mal. Oh, übrigens, kleiner Tipp. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, bei Epic werden alle 24 Stunden seit kurz vor Weihnachten, sprich seit 2 Wochen, jeden Tag wird ein anderes Game rausgehauen. For free. Heute ist der letzte Tag, an dem sie eins raushauen. Und heute hat das nochmal echt in sich. Kann ich jedem nur zu empfehlen. Holt euch das. Heute hauen sie nämlich Guardians of the Galaxy raus. Ja, bis zum 11. Januar um 17 Uhr. Also im Prinzip ist die 24 Stunden ist halt vorbei. Jetzt sind sie wieder bei dem einen Wochen-Ding. Aber ja, diese Woche gibt es Guardians of the Galaxy. Kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Ach, guck mal, immerhin werden die im Level angepasst. Bin mal gespannt, wie viel es jetzt hier gibt. Wie will sie? Wir werden sehen, sprach der Blinder. Ja, ich habe halt. Ich will nicht sagen, ich habe Hunger, aber ich habe so ein bisschen so. Ja, Appetit. Ja, wie gesagt, ich wollte nur schnell ein bisschen Reis und ein bisschen Linsengrütze. Ich habe auch keine Pizza mehr, kein nix. Ich müsste, wenn, dann müsste ich mir was machen. Habe ich auch nicht so Bock drauf. Mein Bäcker hat auch zugehabt. Alles Schmutz. Nein, mich nicht. Nein, hör auf, mich zu rammen. Morgen unbedingt einkaufen. Ich werde morgen so übernächtigt sein, ne, weil wenn der Kader mich nicht schlafen lässt die Nacht, laufe ich so im Krückstock.
Aber hey, was soll's? Ich mitnehmen. Das, der tut weh. Oh, aus der Mitte beschossen werden ist Schmutz. Den ja kaum. Und die Zara, die wir hier als erstes drin haben, die ist immer noch da, ne? Also irgendwie bringt die AP hier nichts. Jetzt bringt sie natürlich 5k auf einmal, wo ich gewechselt habe. Run. Ich werde auf alle Fälle nach dem Stream werde ich noch mal kurz was essen, aber ich werde mir dann nur so Süppchen machen. Da habe ich jetzt auch, ne, ich habe ja so keine Ahnung, irgendwie heißt Tass oder so, was immer das heißt. Na, habe ich jetzt hier, oder wie es in Deutschland heißt, habe ich mir jetzt hier so ein paar geholt. Die habe ich jetzt alle aus ihrer Packung raus, damit die, weil die Tüten da drin sehen alle gleich aus. Na, da steht zwar ganz klein unten drunter, was das dann ist in der Tüte. Also auf der Tüte drauf. Aber du siehst den Tüten das jetzt aber nicht so an. So, das heißt, ich habe jetzt alles rausgenommen, wild durcheinander gemixt. Und jetzt habe ich nur noch diese Tüten, alles rote Tüten mit einer weißen Bedruckung halt. Im Endeffekt, wie du es benutzen sollst. Na, Gebrauchsanleitung. Mehr ist da nicht. Und ganz unten, irgendwo ganz unten steht dann halt in klein nochmal der Text. Das heißt, wenn ich mir so ein Ding nehme, ist dann quasi wie Lotto spielen, was ich dann für ein Süppchen bekomme. Okay, der fällt rückwärts, oder?
Okay. Oh. Wo kommt der raus? Vorne kommt der raus. Okidoki. Katapultjäger in der Luft. Ein freies Spionage. Oh, da ist er. Deswegen startet man Flugzeuge, damit du siehst anhand der Flugabwehr, wo der Gegner ist. Deswegen schmeißen die auch immer ihre, was auch immer sie für Flugzeuge haben, ob das jetzt irgendwie diese niederländischen Bomber sind oder ob das irgendwelche U-Boot-Abwehrbomber sind, ne, damit halt die Dings anspringt. Die Flugabwehr. Jetzt dreht er natürlich weg. Alter. Ja, 209.000. Geht. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber. Eigentlich nicht. Aber man kann hier gut Basic P holen. Relativ gechillt, ne? Du wirst halt immer gewinnen, mehr oder weniger. Das ist doch schon mal ein Ansatz. Ranstecken. Okay. Easy. Ja, du denkst, ich habe halt einen 45er Bonus drin. Und trotzdem gab es nur 200.000. Ich habe jetzt 32 Stufe 10 Stufe. Krass, Schumi. Ich habe eine Wette laufen, dass ich 1000 Container sammeln muss bis zum 2.1.2025. Hi, Carrie. 1000 Container sammeln muss bis zum 2.1. Also halt innerhalb von einem Jahr 1000 Container sammeln ist easy. Kommt drauf an, was für Container. Dann darfst du es auch nicht aufmachen, oder? Ich meine, guck mal an, ich habe jetzt hier 500. Das Problem ist mit deinen 1000 Containern. Der einzelne Container ist bei 100 gecapped. Du kannst nicht mehr als 100 mal mehr Kohle kriegen oder 100 mal mehr ökonomische Boni. Weil dann werden die zumindest nicht sammeln. Weil dann werden die automatisch aufgemacht. Das heißt, wenn, kommt drauf an, wie deine Wette jetzt aussieht, ne? Wenn du die bloß erhalten musst, insgesamt übers Jahr geteilt, dann ist das kein Thema. Wenn du die aber sammeln musst, bis zum 1.1., ne? Und dann müssen die hier quasi in deinem, die 1000 Stück in deinem Dingsy drin sein, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, du kannst halt nur 100 von jeder Sorte haben. Ne? Du kannst halt 100 von denen haben, 100 von denen, 100 von denen. Dann hast du 300. Mehr Tarnung kannst du noch haben, das sind die kleinen. Mehr Signale, das sind halt von denen, die halt regelmäßig kriegen kannst. Ne? Das sind halt dann 500. Und die restlichen 500 musst du dann quasi mit anderen Containern auffüllen. Das kommt halt auch an, wie das Wording deiner Wette ist. Das kann schwierig sein, muss es aber nicht. Die Weihnachtsgeschenke lachen mich halt so an. Vielleicht müsste man eine Abstimmung machen, wie viel Schiffe man rauskriegt oder so. Ja. Das heißt noch 4000. Na komm, asymmetrische Gefechte. Ob geht es?
Wann mache ich die auf? Ich wollte die aufmachen, wenn die Weihnachtsaktion rum ist. Ne, weil du kriegst ja, glaube ich, noch von der Werft welche. So Weihnachtskisten. Wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich nochmal in die Werft gucken. Das heißt, Richtung Werftende vermutlich. Beziehungsweise auf alle Fälle muss ich die. Ich müsste sie aufmachen spätestens am 7., oder? Weil ich ja die Kohle brauche für die Kitakami. Aber das ist dann auch Richtung Ende der Werft. Also, das würde sich sogar fast überschneiden. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, selbe Karte. Aber diesmal mit Caps. Puff, 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 puff. Aber ich glaube nicht, dass das hier the way to go ist in diesem Gefechtenstyp mit Credits spielen. Ich glaube, Zufallsgefecht ist halt schon wesentlich besser. In der Theorie kann ich ja noch das eine oder andere Tierschiff kaufen, aber mir fehlen halt die Credits dann. Wehgetan? Problem gelöst. Feueralarm. Torpedos 8 aus. Ah. Oh, jetzt kannst du sie aussuchen. Von der Ismael beschossen werden oder von den Torpedos getroffen werden. Läuft. Wo ist denn meine Bismarck, Junge? Ich glaube, die HE ist es hier, ey. Oh. Und wenn du einmal getroffen wirst, tut das so weh. Brennen, bin ich tot? Ja. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ja, natürlich. Was machen meine Torpedos? Laufen friedlich hier umher?
Ismael ist nicht schnell genug. Jetzt dreht er noch ein. Nee. No chance, dass sie irgendwas treffen. Dann sind wir raus. Fahr ich Divi? Nein. Hi, Umbrella. Fahr ich heute nicht? Da bin ich auch nicht lang genug da. Ich bin noch maximal ein Stündchen da. Und ich würde einfach nur... Ich habe jetzt nur noch meine letzten Schneeflocken weggefahren. Da bin ich jetzt durch. Jetzt noch ein bisschen Credits machen für die Werft. Und dann ist der Tag halt zu Ende. Und dann musst du bedenken, ich bin auch seit 3:30 auf. Also wir reden hier von 3:30 morgens. Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen. Also nach der Arbeit noch unterwegs gewesen. Ich habe ja Homeoffice. Und von daher... Alle Container. Ja, wie gesagt, es kommt auf Sturmi Konhof an, wie deine Wette halt ist vom Wording her. Ob du jetzt die Container jetzt hier im Lager haben musst oder ob du die nur verdienen musst insgesamt. Ne, verdienen ist easy. Wenn du es im Lager haben musst, musst du halt wirklich jede Events halt mitnehmen. Ja gut, ne? Arsenalische Quest, die bringen halt so gut wie nix. Schmutz. So schön das ist, aber hilft mir halt nicht. Ich würde sagen, wir machen Samstag. Können wir wieder Divi fahren. Na, Samstag. Ich überlege gerade, der Testserver ist ja erst nächste Woche, ne? Das heißt, wir können Samstag ganz entspannt Divis machen. Oh, sorry, Leute. Oh. Na ja, gut, dann. Du meinst übernächste Woche? Hä? Nee, der Patch müsste doch Dings kommen. Am 11. Hi Carrie. Wunderschönen Abend. Patch müsste am 11. kommen. Sprich nächste Woche. Und Testserver ist doch immer mit Patchstart. Oder eine Woche später, keine Ahnung mehr. Macht Wargaming eh, wie sie lustig sind. Aber ich glaube, im 11. ist die erste Wochenende. Wenn nicht so schlimm ist, geht ja nur darum, dass dieses Wochenende kein Testserver ist. Ja, das heißt, wir können dann ganz entspannt Samstag die Divis machen. So, damit dürftet ihr eigentlich alle weg sein. Na dann. Fidschi. Oh, zack. Ab geht es. Ich komme mir vor, als ob ich irgendwie gestern so viel Sport gemacht habe und jetzt hast du halt quasi überall diesen Muskelkater. Ach, natürlich. Was soll denn das? Wie kann ich denn mit meiner kleinen Fiji hier in dem Tier 9 Gefecht rein? Oh Mann. Oh. Alter, der Zeppelin wird mich anfliegen und so klatschen. Vor allem, ich schieße nur AP, ne? Wenn ich mich erinnere. Ah, natürlich. Ja. Of course. Immerhin, ich habe 14 Kilometer Reichweite, aber... halt hart lächerlich. Ist. Okay, er ist losgefahren und ist wieder gestoppt. Willst du mich verarschen? Oder? Ja,
Okay, wenn natürlich mein U-Boot nicht losfährt. Was er immer noch nicht macht. Okay. Die Insel. Insel ist meine Rettung. Insel, 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 Insel. Insel und Nebeln. Ein Orca? Oh, eine Mogami. Alles schlecht. Jawollo. Alter, scoutet aber auch keiner, ne? Ist das gut oder schlecht, was ich da mache? I don't know. Immerhin, ich mache Schaden. Und das an der Nocker. Kann ich entleben? Oh, jetzt bin ich gesehen. No. Ah, er beachtet mich nicht. Bitte beachten Sie mich nicht. Ah, da ist das U-Boot. Okay, ich hoffe, die Wami schießt nicht auf mich.
Hier. Oh nein. Hier stehe ich doch super, oder? I need to shoot somebody. Ich bin eigentlich ultra zufrieden gerade, wie das Gefecht läuft. Dafür, dass ich so eine kleine Tier 7 Wurst bin? Ich bin klein und gemein. Und das soll genau richtig sein. Ja, irgendwo muss halt noch die Black sein. Das wäre halt, glaube ich, meine Sache, die ich machen müsste. Ja, weil die nämlich da drüben Amok läuft hier. Aber erstmal rein in die Kebo. Ah, guck mal, Mo ist auch da. Lu. Hallo, Lu. Ich bin morgen im Geplänkel, ich da muss arbeiten. Oh, alles gut, Kevin. Geplänkel ist eh das ganze Wochenende. Das heißt, falls am Wochenende irgendwie Zeitpunkt ist, alles gechillt. Aber ich sehe da keine Problematik. Ne? Wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Wir sind ja ein Team. Ja, wir sind ja nicht so, dass das eine alles machen muss. Na, ich werde nicht mehr viel abbekommen. Eventuell noch den Cap. Wenn die Illinois nicht so schnell ist. Vorhalten. Ja, schade.
krieg die Zeppelin nicht mehr. Schade, schade. Ich dachte, der eine hätte noch gereicht, der eine Schuss. Komm ran, ran, ran. Schieß doch einer mal auf die Illinois. Ich will den Cabby noch. Schade. Ja, wenn die Alaska nicht reingefahren, hätte ich es noch geschafft. Aber auf alle Fälle danke fürs Bescheid geben, Gary. Aber musst dir keine Sorgen machen. Wir sind so ein awesome Clan, wir reisen das. Ja, ich werde hier morgen auch nochmal kurz einloggen, ne, meine Tagesgeschichten machen für meinen Kampfpass. Da werden auch nochmal 2, 3 Geplänkeldinger sicherlich abfallen. Was ist denn morgen wieder? Ist morgen wieder. Wie heißt. Base EP? Oder Schaden? Oh. 200.000, na gut. Ja, das U-Boot, Alter. Man hat nicht viel gemacht haben. Ja, wünsche ich schon mal ruhige Schicht. Nebel. Nebel ist alles. Oh, nicht vergessen, wenn wir alle hier sind. Der letzte Code ist von heute. Gibt nochmal wieder 4 Kamus. Oh, super Container. Uhu. War jetzt nicht beabsichtigt, aber hey. So. Es geht voran, langsam, aber es geht voran. Irgendwie kommen kaum Credits rein. Okay. Dann werden wir wohl mal. Na komm, wir machen nochmal asymmetrisch, aber. Awesome. Awesome Credo. Da. Na, 40% von Haus aus. Schmeißen wir noch mal ein 160er drauf, sind wir bei 200%. Mr. Wendell. Ja, komm. Gib ihm noch mal einen richtigen Push. Ja, und wisst ihr, zu was ich immer noch nicht gekommen bin? Bei meinem Online-Süßwarenladen meines Vertrauens oder Süßwarenversand meines Vertrauens Bestellung aufzugeben. Ja, ich wollte das eigentlich vor Weihnachten schon tun, aber dann hat ja ein Ding das andere gejagt. Dann wollte ich es zwischen den Feiertagen tun. Dann habe ich es auch verbummelt. Und ich denke mal, jetzt
nach dem Neujahr können wir das machen. Vielleicht kann man die einen oder anderen Schoko Weihnachtsdinger relativ günstig abgreifen. Ich finde das ja geil. Bei dem einen gab es halt Schokobruch. Na, 1 Kilo Vollmilchschokolade als Bruch. Ist mir jetzt scheißegal, ob das ein Bruch ist oder nicht. Ja, von diesen, zum Beispiel von diesen Hohlfiguren oder so, wenn die zu kaputt gegangen sind, kannst du die ja nicht mehr verkaufen. Also werden die aussortiert und als Bruch verkauft. Und ich meine, so ein, das ändert ja nichts daran, dass es ein Bruch ist, dass es Vollmilchschokolade ist. Oder wie seht ihr das? Und wenn du ein Kilo Vollmilchschokolade für einen Fünfer kriegst, ja, dann nimmst du es halt mit, auch wenn es scheiß Bruch ist. Da war ich damals dumm, da hätte ich vielleicht 10 Kilo von dem Zeug kaufen sollen. Ja, das wird ja nicht schlecht. Schoki hat einen relativ langen Haltbarkeitsdauer. Gut, wenn es in Ruhe lässt. Klassisch. Was ist denn da? Was für ein Ding? Tsurugi. Was ist denn da eine Tsurugi? Ist das von den neuen, also neuen japanischen Schlachtschiffreihe? Oh no, was hab ich denn geguckt? Bis ich wieder gedreht habe. Ja, komm, Junge, komm vor. Komm vor, damit ich dir eine Packung geben kann. Ja, 1300. Ja, klassischer Durchschuss. Oh, Shimanto. Das war ein Fehler. Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Oh, was war das denn da mit 10.000? Wer hat denn hier 10.000? Die Hawk da hinten dort? Weil die Benson wird es nicht gewesen sein. Ja, machen wir erstmal einen weg. Und dann ist gut. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf die scheiß Richelieu. Irgendwer tut mir hier richtig weh von der Seite. Was ist denn mit der Tsurugi? Auf was schießt denn der eigentlich? Also nicht auf die Benson, weil der ist immer noch voll.
nach Rizal, dass ich wieder... Problem gelöst. Das einzig Gute ist, Trichelieu kann ihre Hauptgeschütze nicht auf mich abschießen. Weil die alle vorne sind. Einer weniger. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Feueralarm. Benson lebt immer noch. Toll, jetzt habe ich die ungeteilte Aufmerksamkeit von dem Praska und Amarten. Das gefällt mir gar nicht. Da ist eine Insel. Ah, da war ich. Tsurugi hat es gerade entschärft. Die Hawk war es. Wie vermutet. Ein bisschen hier rumcruisen, sieht mich keiner. Wenn keiner mich sieht, kann keiner auf mich schießen. Okay. Langsam ist er eher. Oh, er will ihn rammen. No. Schlachtschiff gesunken. Okay. Anstrengend. Eigentlich nicht, aber. Okay, ich werde gesehen. Das heißt, er muss ja jetzt hier irgendwo sein. Da, um genau zu sein.
Okidoki, mein Freund. Ich sehe dich besser, als du mich siehst. Ja, mal gucken. Das beste Schiff. Einiges geleistet. Das beste Schiff für Credits. Einiges geleistet. 900.000. Boah, kann man mit leben, oder? Easy. Ja, bei Schlachtschiffen ist es relativ einfach. Kreuzer war jetzt irgendwie nicht so bringend. Diese 200.000 von der Shimanto, die waren nicht so der Reißer. Ja, probieren wir es gleich nochmal. Ja, maximal noch zwei Gefechte oder so. Oh, ist 9:30 durch, Alter. Ich bin seit wie vielen Stunden wach? 3:30? 21 minus 3. 18 Stunden. Oh, ich hoffe, ihr vergebt mir, wenn ich sage, oh, mein Bett ruft. Ich wollte noch was essen. Ich will mal noch einen Burger machen oder so. Ja, ich habe alles da. Ich habe Burger Patties da. Ich habe Burger Buns da. Ich habe Burger Soße da. Ich habe Ketchup da. Ich habe Burger Käse da. Ich habe Cornichons da, also kleine Gürkchen. Ja, den kannst du schneiden. Und ich habe grünen Salat, also Eisbergsalat da. Yes. Ja, kann man einen richtig wundervollen. Seit gestern, lol. Was hat gestern? Seit gestern wach? Nee. So hart nicht, ne? Aber. So fühle ich mich halt auch. Obwohl. Du bist seit gestern wach, Mo. Alter, geh schlafen. Warum? Na, bist jetzt gerade in dieser Phase von 24 bis 28 Stunden, wo du die Müdigkeit nicht spürst. Kannst nicht schlafen. Gott. Das ist aber nicht gesund, ne? Achte auf dich. Ich könnte ja jetzt irgendwie sagen, ja, trink halt ein Glas warme Milch oder so. Oder was ich, aber. Wird schon seinen Grund haben, warum du nicht schlafen kannst. Auch nur 3 Stunden, Alter. Also es kommt darauf an, wenn man es gewöhnt ist, dann mag das gehen, aber ja, 3 Stunden finde ich halt schon kurz. Cool. Ich weiß, manche Leute kommen damit aus, aber persönlich vielleicht eine Woche oder so, dann kannst du mich wegtragen. Oh, das ist schlecht jetzt, aber das da. Ach.
Was nur viel schlechter ist, ist der... Der Deppnabel Ruprecht neben mir. Der mich nicht drehen lässt. Torpedos auf Backbord! Torpedos Achterhaus! Ja, du musst nämlich so hart aufpassen, dass dir von der Mitte nicht in die Seite geschossen wird. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Das war Nebraska. Unser Team hat die Führung übernommen. Drehen wir Kanonen auf die andere Seite. Na, ihm fehlt jetzt einfach die Hälfte. Ich meine, er hat nur gegen... augenscheinlich nur gegen die Nebraska gekämpft, aber du siehst, wie viel Schadenspotenzial da von der Mitte kommt. Das ist halt so gefährlich. Na gut, jetzt steht er da. Bereit, um gepflückt zu werden. So, da ist irgendwo eine Omono. Natürlich. Ich wollte gerade Radar anwerfen. Aber hey. Lass mal ihn ein Stück reinfahren. Ja, ne? Passt gut. Klatsch, hat's gemacht. Ich würde sagen, kann er mal die Monarch da machen?
Boah, warum muss ich denn den komplett jetzt tanken? Dann auf wie? Bounced halt alles. Muss man die Aufbauten schießen. Ja, genau so. Komm, eine halbe Million. Ja. Fortschrittspunkte. Huhu. So ein letztes Gefecht für heute. Naja. Okay. Ruhig, Brauner. Ruhig. Ich sag ja, ein paar kriege ich davon noch weg. Ja, noch eine Woche. Die reißen halt so viel, die zwei Dinger. Es sind 6 Tage. 20 Punkte, das sind noch 120. Das heißt, ich kriege hier zweimal die 50 voll. Und noch 20. Das heißt, ich kriege dreimal das Ding noch voll. Das sind nochmal 6 Marken, die ich kriege. Pi mal Daumen. Du. Oh, vergessen die übrigens, hier war eine News. Für alle, die noch ein bisschen strugglen, hier was abzugreifen. Hier in der einen Nachricht, hier im Schiffslogbuch. War das im Schiffslogbuch? Ja. Einmal hier Geschenk abgrabbeln. Es ist die Michelangelo. Und einmal Geschenk abgrabbeln. 4 Punkte noch mehr extra für die Weihnachtsstadt. Na, für meinen Gefechtspass. 4 Punkte sind 4 Punkte. Na, wenn er die die Punkte noch von den Codes mitnimmt, sind wir 4. Ja, wenn 8. Wenn 12 Punkte allein nur für. Das kostet der halbe Container schon wieder. Halber Fortschritt. Also Weihnachten haut Wargaming richtig gut raus gerade. So, also, dann gucken wir mal, was jetzt hier. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal soll er schallen, das Horn der Missouri in Helms Klamm. Also, ja. Auf geht es. Na, wenn ich meinen Burgers gemacht habe, dann schlafe ich auch gut und bin ich vollgefressen. Oh nice, guck mal, es gibt keine Zerstörer, keine Flugzeugträger. Es gibt nur Klatsche. Das sind alles. Das sind alles Siebener, oder? Okay, ich halte meine Seite. Und ich habe mir dieses Jahr Weihnachten oder eine Weihnachtszeit an sich nicht Herr der Ringe angeguckt. Ich bin so enttäuscht von mir. Aber neben dem ganzen Zocken und dann selber noch Videos gucken und etc. bla bla. Und dann ganzen Animes gucken. Die Weihnachtsseason ist ja auch zu Ende gegangen jetzt. Oh ne, die Herbstseason ist zu Ende gegangen. Die Winterseason fängt jetzt an.
tatsächlich, diese Woche. Und da gibt es einige wieder, die mir gefallen. Eieiei. Ich glaube, da ist vielleicht ein Dutzend neue Animes, die halt tatsächlich sich mit dem einfach nur wieder mit dem Isekai-Thema beschäftigen, in der einen oder anderen Form. Na, Isekai bedeutet, du wirst in eine fremde Welt gebracht. Pi mal Daumen, bist du auch der Protagonist. Mal gucken, was da so geht. Keine Sorge, ich werde auch nicht mehr lange zugehen. Mir ist gleich Ende Gelände. Ich könnte wetten, oh, es sind zwei Missouris und eine JP. Ja, die Sturdy, ich weiß nicht, ob die Sturdy so viel macht. Die Mainz, boah, schwierig. Ach, das ist die Mono. Eine der beiden. Das ist ein Opfer. Muss man ja ganz klar sagen, das ist einfach nur ein Opfer. Da kann ich nicht hinschießen. So. Bleiben bei der Sinop. Das hat man auch schon mal besser hingekriegt, oder? Okay, schon vorne fängt an zu nerven. Problem an schon vorne ist halt tatsächlich ein bisschen, ja. Ultra viele Tops. Torpedos voraus. Ja, das sind schon welche. Bam, Sinop. Ja. Alter, was geht da? Kommen wir erstmal ran. Feueralarm. Das ist volles Haus hier. Es geht. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Nebel ist halt einfach Grütze, muss man sagen, es ist. Hallo, Omono. Torpedos auf Steuerbord. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Something.
Na, guck mal, die Mainz ist schon weg, das habe ich gesagt, ne? Schwierig mit der Mainz. Wenn denn mal die zwei Schlachtschiffe da oben was reißen würden. Ah, ich muss mal kurz warten, weil ich brauche ein bisschen Heal wieder. Und die haben alle drei Caps. Okay, Fiji. Nice. Da war die Mono. Sehr gut, 10k. Müssten wir langsam irgendeinen Cap kriegen. Okay, Mono. Lyon. Ah, die pfeifen aber auch aus dem letzten Loch, meine Schlachtschiffe. Und da war's. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Okay, wir haben ein Cap. Yes. Torpedos direkt voraus. Es war klar, dass da die Mono. Es geht voran. Lass mich kurz cappen. Ja, cappen. Extra Punkte. Jawohl, jo. Und mit Schiffs. Bam. Sehr schön. Das könnte wieder eine coole Million werden. Ah, 900.000. Yes. Das Ur war sogar der beste von allen. Okay. Okay.
So, dann abrüsten. Alrighty. Oh, guck mal, wir haben sogar noch den letzten Tagescontainer freigespielt. Achso. So, alle Container anzeigen. Ich werde die definitiv irgendwann mal aufmachen. Obwohl, wir müssen sie eigentlich jetzt schon aufmachen. Spätestens Samstag mache ich ja wieder 3 Stück voll. Ja gut. Alles andere kann warten, oder? Okay, dann... Dann machen wir jetzt mal die Kohlecontainer auch auf zum Schluss. Mal gucken, wie viel in den knapp 100 Stück drin sind. Ne, Drop-Chance. Das ist natürlich wieder nicht in-game, sondern die Drop-Chance macht dann die Webseite auf. Na dann, wir machen mal 97 Kohlecontainer auf. Nochmal 50.000 Credits, nice, nice, nice. Ja, die grauen Gimmick-Dinger. Den kriegst du nicht weg. Die grauen Dinger kriegst du nicht weg. Das ist so übel. Ah, und nochmal 5.000 obendrauf für Clan-Bonus. Wann habe ich einen Kohlecontainer angefangen zu sammeln? Das war angefangen im November, ne? Als sie die Nachricht gebracht haben. Ich glaube, Anfang November habe ich angefangen. Ich habe die Grauen alle verkauft, habe mir ein Superschiff gebracht. Die kann man verkaufen. Millionen hast du rausgeholt. Hart. Wo finde ich das denn? Ah, hier, ökonomische Boni. Pro Stück. Ah, wenn nicht die Grünen. Ja, würde 12 Millionen geben. Dann hast du auf alle Fälle mehr als ich. Na, wenn das jetzt hier 12 Millionen gibt, dann gibt das auch nochmal 12 Millionen. Sind wir, ja, sagen wir 13, sind wir bei 25 und das Ganze nochmal. Ja, 37. Aber ich habe auch jede Menge grüne Zeugs. Ja, ich verkaufe halt solche Boni halt. Bin ich nicht so ein Freund von. Tatsächlich müsste man das mal überlegen. Aber jetzt nicht jetzt. Jetzt bin ich einfach viel zu übermüdet, um mir das anzutun. Na, hier können wir auch noch was verkaufen. Oh, was können wir denn? Können wir bei Modulen noch was loswerden? Kann nicht verkauft werden. Warum kann das nicht verkauft werden? Hä? Warum kann das nicht verkauft werden? Bin ich zu dumm oder so? Ach, das sind alles Supertier-Dinger. Okay. Ach, guck mal, die Jervis. Fiji. Das meiste sind Superschiff-Dinger. Das sind Module von Premium-Schiffen, ja. Ein paar Kleinigkeiten kriegt man noch hin. Ist ein bisschen was. Oh hier, nochmal 600.000. Nochmal 400.000. Ja. Kann nicht verkauft werden. Kann nicht verkauft werden.
Ja, man kann hier noch ein bisschen rausquetschen. Haben wir die große Runde. Hi, Pikas. So. Das ist wieder ultra voll heute. Ah, essen, duschen, schlafen. Das klingt nach einem Plan, ey. Und mir brennen schon die Augen. Ah ja, Waffenkammer. Ich wollte nochmal in die Waffenkammer gucken. Ne, wir haben jetzt wieder ultra viel rausgeholt. Ne, die ganzen Kohle-Dinger. 320.000 sind wir jetzt. 56. Wir haben 3% gemacht durch die Kohle-Container. 3% haben oder nicht haben. Ist jetzt noch ein bisschen hin. Aber hey. Na, ich bin bereit, 10.000 reinzuzahlen. Dann hätte ich noch 28. Vorhin haben wir 50.000 reingepayt. Jetzt sind wir 43.000. Ich brauche noch 13%. Ja, die schaffen wir es, Sony. Immer schön die Kohlecontainer nehmen. Wichtig. Jeder Kohlecontainer sind ungefähr 600 Kohle. Bei 3 Stück pro Tag sind das 1800 Kohle, die du mehr oder weniger garantiert jeden Tag reinpumpen kannst. So. Aber es wird, ne? Aber es wird. Wie gesagt, als das Event angefangen hatte, war ich bei 40%. Hätte ich mir die 3 Schiffe kaufen können und das war's. Wie viel man halt trotzdem da reinpumpen muss. Hat. Eierwerft. Na, ich wollte gucken, was es in der Werft gibt. Ich krieg 6%, wenn ich die Britenträger bis ins Tier 10 bekomme. Hab die zweimal resettet. Ah, wegen den Forschungspunkten. Ich habe es überlegt, wie du an Kohle kommst, aber du machst es über die Forschungspunkte. Ja, ich muss überlegen, ob ich das auch mache, aber... So, weil wegen Kisten auf muss ich noch gucken. Es gab hier nämlich noch Kisten, ne? Hier waren grüne Boni. Da, hier waren Kisten, glaube ich. Da kommt, gibt nochmal zweimal ein großes Weihnachtsgeschenk. Und hier, nochmal zweimal ein Mega-Weihnachtsgeschenk. Sieben Linien im Regrind. Alter. Wie machst du das die ganze Zeit? Ich spiele das Spiel falsch. Also idealerweise würde ich gerne alle Kisten aufmachen, wenn der Drops hier gefallen ist. Ne, das mega Weihnachtsgeschenk. Das Problem ist, welche Woche ist denn das? Das heißt noch mindestens 3 Wochen. Ja, müsste halt ungefähr bis zum 7. halt gehen. Meine blauen Boni sind fast alle. Ich muss Tier 10 Schiffe verkaufen für Credits. Ja, genau, du verkaufst Tier 10 Schiffe für Credits. Also, wenn ich alles klaue, aber das glaube ich nicht. Was? Ich lasse meine Rekosten lieber. Was? Ah, verstehe ich nicht. Eine Frage, wenn ich die Weihnachtscontainer aus der Werft im Lager beim Container lasse, werden die wahrscheinlich, wenn ich nicht aufmache? Ja, Weihnachtscontainer musst du aufmachen.
Beziehungsweise gab es da irgendwo eine Info, dass die Weihnachtscontainer irgendwann weg sind? Weiß ich gar nicht, ob die Weihnachtscontainer weggehen. Also es war, glaube ich, die Frage, oder? War ein bisschen schwer zu lesen. Also ich weiß, die Container für die von den Black-Schiffen, die Halloween-Container, ne, die Black Friday-Container, die sind auf alle Fälle weggegangen. Die musst du aufmachen. Beziehungsweise die sind jetzt schon auf. Die sind jetzt schon weg. Die haben nur bis zum 31.12. gehalten. Die Weihnachtscontainer habe ich keine Ahnung, ob die bleiben oder nicht bleiben. Also im Prinzip müssten die nicht entfernt werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich konnte ja wieder kaufen. Ja, kostet 50% mehr, das ist richtig. Weil ich habe ein 123 Container-Video letztes Jahr im Sommer gesehen, dass da noch Weihnachtscontainer da waren. Ja, also die Container an sich werden nicht weggenommen, bis auf ganz bestimmte Container, die zeitlich begrenzt sind. Von den einzigen, wo ich sicher war, sind die Black Friday Container. Weil du da einen, wenn du da die Schiffe doppelt drin hattest, ne, also wenn du die Black-Schiffe und die Forschungsschiffe dann hattest du ja eine Mission gekriegt. Und die Mission konntest du nur bis zum 31.12. abschließen, glaube ich. Ja, die waren zeitlich begrenzt, deswegen waren die Container auch zeitlich begrenzt. Die Weihnachtscontainer sollte eigentlich keine Probleme darstellen. Ja, die können ja hier drin rumliegen. Können wir mal googeln. WoWs. Container. Wie nennt man das? Verschwinden. Container halt und Wahrscheinlichkeiten. Ja, vielleicht wird mal entfernt. Ach, hier steht auch der Mechanismus zum Erhalt eines Supercontainers. Ich weiß nicht, ob der auch aktuell ist. Der Fortschrittsbalken. Zum Erhalt eines Supercontainers muss der Fortschrittsbalken gefüllt werden. Der zum Erhalt eines Supercontainers erforderliche Wert wird an einem Bereich von 0 bis 100 Einheiten zufällig bestimmt. Wurde der Fortschrittsbalken auf 100 gefüllt, wird der Wert erneut bestimmt. Der Fortschrittsbalken füllt sich mit jedem täglichen Container, den Spieler erhalten. Ein Container füllt den Fortschrittsbalken um 3 Einheiten auf. Entscheidet sich ein Spieler für den Container, versuchen sie ihr Glück, füllt dieser den Fortschrittsbalken um 9 Einheiten auf. In seltenen Fällen erhalten Spieler, wenn sie durch Bonus- und Einladungscodes erhaltene Container öffnen, keinen Supercontainer, also obwohl der Fortschrittsbalken weit genug gefüllt ist. Der für den Container erzielte Fortschritt wird doch berücksichtigt, dass die Spieler den Supercontainer beim Öffnen des nächsten regulären täglichen Containers erhalten sollten. Also im Prinzip müsste nach 11 Containern müsstest du einen, nach der Rechnung, der 12. müsste einer sein. Ei. Also ich finde auf die Schnelle nichts, was sagt, dass die Container entfernt werden.
Ja, das wäre nämlich, weil du die, wenn du die bezahlst, ne, die Weihnachtscontainer, das kann ja nicht sein. Du bezahlst die und es werden die entfernt. Ja, die Black Friday Container waren halt ein bisschen special, weil da die Quest dazugehört hat. Und die werden auch, und die Black Friday Container, die werden auch nicht entfernt, die werden automatisch aufgemacht. Containers be removed by game. Ach so, ja, okay. Nö, also findet sich nirgendwo ein Eintrag, dass die Kisten entfernt werden. Ja, soll es rum. Ich lasse meine auch zu, weil ich alles prüfe habe. Aber habt ihr den Dev-Block schon gesehen? Es geht sogar noch besser. Wenn man den Supercontainer zum Leben, also so Oktober erst zu Weihnachten aufmacht, findet man Schiffe aus der Weihnachtsliste. Bis morgen. Ja, weil das Schiff wird. Der Inhalt des Supercontainers wird erst kreiert, wenn du ihn aufmachst. Nicht, wenn du den Container erhältst. Und da sie ja zu Weihnachten die Schiffslisten aktualisiert haben, was in den Containern drin ist, kriegst du jetzt natürlich mit den Supercontainern die aktualisierte Version. Und nicht die Version, die es vor 2, 3, 4 Monaten gab, wo du den Supercontainer bekommen hast. Aber hey, wir werden sehen. In einem knappen Monat mache ich all die wertvollen ganzen Kisten auf. Den Dev-Block, keine Ahnung. Wegen den Flugzeugträgern und so etc. Und den U-Boot- und Flugzeugträger-Mechanikänderungen. Also den kenne ich, also wenn der ist. Aber ansonsten kümmere ich mich nicht um Dev-Block, weil Dev-Block ist halt einfach. Ja, du kannst eh nichts ändern daran, was die testen. Und da wir sowieso jeden Monat, jedes Update auf den Test zu übergehen, sehe ich ja sowieso, was kommt. Naja. Ist einfach nur damit ich das noch einen Monat früher weiß, ändert das ja nichts daran. Da brauche ich keine Zeit verschwenden an den Dev-Block. Auch wenn es manchmal interessant ist, aber Dev-Block muss nicht sein. Ich bin jetzt nicht so ein super Gamer, so, ja, ich muss unbedingt alles wissen, so früh wie möglich. Und wenn ihr mir das nicht erzählt, dann bin ich böse und verknarzt und habe keinen Spaß mehr im Spiel oder so. Das ist nicht meine Einstellung. Ey, das ist schön, dass die Devs da was mitteilen wollen. Für die es interessiert, hey, have fun. Ich werde es sehen, wenn es auf dem Testserver ist. Und selbst wenn es auf dem Testserver ist, heißt es ja nicht, dass es so kommt. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass wenn mal Sachen auf dem Testserver sind, dass die nicht im nächsten Update kommen, dass die nochmal neue Überarbeitungen erhalten, etc. bla bla. Und mit den Flugzeugträgern und U-Booten wird das halt genauso passieren. Ohne mit der Wimper zu zucken, weiß ich das jetzt schon. Das Einzige, was halt wirklich wichtig ist, sind halt tatsächlich die richtigen News. Wenn Sachen im Spiel Einfluss halten, beziehungsweise wenn sie halt dann sagen, okay, in 3 Monaten entfernen wir halt die Schiffe, wie im Forschungsbaum die Free XP-Schiffe, damit du die halt Zeit hast zu holen. Aber das kriegst du ja mit, wenn du die News liest. Von daher, so, aber ich will doch nicht weiter langweilen, weil ich bin super müde. Ich werde nämlich jetzt gleich meinen Burger machen und dann ins Bett. Ein Burger, duschen und Bett. Der Reihenfolge. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Donnerstagabend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit Baldur's Gate. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich werde morgen hoffentlich lange Baldur's Gate spielen. Na, ich will morgen auf alle Fälle einkaufen. Früh morgens. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich dann nicht so ermüdet bin.
Und dann werden wir richtig schön wieder lange Baldur's Gate zocken. Ein Teil meiner Zeit wird leider morgen draufgehen für die Leute zu skillen. Ne, ich bin ja jetzt Stufe 5. Das heißt, eigentlich hätte ich bei, so würde ich das lesen müsste, hätte ich bei einigen schon auf Stufe 4 anfangen müssen. Mit der doppelten Klasse. Das haben wir noch nicht gemacht, aber hey. Von daher sage ich mal, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Halt die Ohren steif, bleibt gesund. Bye bye.